Dieses Tutorial behandelt einige grundlegende Funktionen zur Steuerung von Prozessen in Unix und Linux. Die zentrale Funktion ist Fork. Mit ihr erzeugt man einen Prozess neu. Sie wird in einem gesonderten Video erläutert. Sleep lässt den aufrufenden Prozess für eine bestimmte Zeitdauer pausieren. Exit terminiert, also beendet den aufrufenden Prozess, und mit Wait kann man auf die Terminierung eines anderen Prozesses warten. Mit Kill schickt man ein Signal an einen anderen Prozess, das diesen Prozess damit beendet. Execv und verwandte Funktionen ermöglichen es, ein Programm in einer anderen Datei auszuführen. Sleep ist eine sehr einfache Funktion. Sie bekommt einen Ganzzahlparameter n und blockiert damit den aufrufenden Prozess für n Sekunden. Ein Programmausschnitt dazu zeigt die Anwendung von Sleep. Zunächst eine Meldung, ich schlafe ungefähr 2 Sekunden, dann der Aufruf Sleep 2 und dann eine zweite Meldung, ich bin wieder wach. Die Einschränkung ungefähr soll darauf hinweisen, dass man mit Sleep nur relativ ungenau Zeitdauern programmieren kann. Wir werden in einem späteren Demonstrationsprogramm sehen, dass die Schlafdauer auch etwas mehr als 2 Sekunden betragen kann. Die nächsten 3 Funktionen, nämlich Exit, Wait und WaitPID, stehen in einem Zusammenhang zueinander. Mit Exit terminiert sich der Prozess, der diese Funktion aufruft, selber. Über einen Parameter Status kann er damit den Exit-Status an den Vaterprozess zurückgeben, also beispielsweise melden, ob seine Ausführung erfolgreich war oder ob es zu einem Fehler gekommen ist. Die Funktion Wait dient auf Seiten des Vaters dazu, auf die Terminierung eines Sohns zu warten, eines beliebigen Sohnprozesses. Der Vater blockiert hier also, bis einer seiner Söhne Exit aufgerufen hat oder auf andere Weise zum Ende gekommen ist. In der Rückgabevariablen StatusRed wird der Exit-Status des terminierenden Sohns zurückgeliefert, also das, was der Sohn an Exit übergeben hat. Mit der 3. Funktion WaitPID kann man auf einen bestimmten Sohnprozess warten. Seine PID wird als 1. Parameter übergeben. Der 2. Parameter ist wie bei Wait ein Rückgabeparameter, in dem der Exit-Status des terminierenden Sohns zurückgeliefert wird. Ein Beispiel zeigt die Anwendung von Exit. Hier wird mit Fork ein Sohnprozess gestartet. Der Sohn führt im If-Teil des Programms die Anweisungen aus, gibt eine Abschlussmeldung aus und terminiert sich mit Exit 0. Anzeige, alles in Ordnung. Alternativ können als Exit-Parameter beispielsweise auch die Konstante Exit Success, die meist als 0 definiert ist, übergeben werden, mit Exit minus 1 bzw. Exit Failure wird ein Fehler angezeigt. Der Vater wartet nun im erweiterten Programmbeispiel mit Wait auf die Beendigung des Sohns. Er übergibt beim Wait-Aufruf einen Pointer auf eine Int-Variable StatusRed. Der Vater blockiert, wie gesagt, bis der Sohn sich beendet hat, gibt dann eine entsprechende Meldung auf den Bildschirm aus und anschließend den Rückgabestatus, den er in der Variablen StatusRed erhalten hat. Hier wird auf StatusRed das Makro WExitStatus angewandt, der aus StatusRed den ExitStatus herauslöst. In StatusRed werden nämlich noch weitere Werte zurückgegeben. Eine Demonstration gleich wird den Effekt von WExitStatus zeigen. Zunächst aber demonstrieren wir den Zusammenhang zwischen Wait und Exit mit ihren Parametern.
Hier ruft der Vater zunächst Wait auf und übergibt dabei an den Kern einen Pointer auf seine Variable StatusRed. Der Kern merkt sich diesen Pointer. Wenn nun später der Sohn Exit aufruft und dabei einen Rückgabestatus als Parameter übergibt, kann der Kern über den gespeicherten Pointer diesen Rückgabestatus an die Rückgabevariable des Vaters weitergeben. In dieser Rückgabevariablen werden noch weitere Informationen eingetragen, angedeutet durch diese drei Punkte. Wir betrachten ein Beispielprogramm zu Wait und Exit auf einer Linux-Maschine. Wir haben hier zunächst einen Sohn-Prozess, der als Rückgabecode Exit Success zurückgibt. Der Vater wartet auf diesen Sohn. Er gibt anschließend den Inhalt seiner Rückgabevariable Status direkt und nach Anwendung des Makros wExitStatus aus. Dasselbe geschieht für einen zweiten Sohn. Sein Rückgabecode ist allerdings ExitFailure. Wir führen das Programm aus. Wir sehen Rückgabe zuerst 0, entsprechend Inhalt der Statusvariablen 0. Dasselbe liefert auch wExitStatus. Wenn der Rückgabecode Failure ist, entsprechend der Konstanten 1, enthält die Statusvariable des Vaters allerdings den Code 256. Erst die Anwendung des Makros liefert denselben Wert, wie der Sohn als Exit-Parameter verwendet hat. Einen anderen Prozess kann man mit Hilfe der Funktion kill terminieren. Kill bekommt zwei Parameter. Der erste Parameter ist die PID, also die Nummer des zu terminierenden Prozesses. Der zweite Parameter ist hier die Konstante sigkill, die den anderen Prozess sozusagen abschießt. Wir werden später sehen in einem weiteren Video, dass man hier auch andere Signale übergeben kann, die bei dem anderen Prozess bestimmte Aktionen auslösen. Ein Beispielprogramm ist hier zu sehen. Es wird hier ein Sohn-Prozess per Fork gestartet, der in einer Endlosschleife die natürlichen Zahlen eine nach der anderen aufsteigend ausgibt. Der Vaterprozess merkt sich in einer variablen Sohn-PID die PID des Sohns. Er blockiert sich 2 Sekunden und schickt dann per Kill an den Sohn-Prozess das Sig-Kill-Signal. Wir führen das Programm aus. Der Sohn macht 2 Sekunden lang seine Ausgaben und wird dann per Sigkill vom Vater terminiert. Wir merken uns den Wert, der erreicht wurde, 161.628, und führen den Sohn nochmals aus. Wir erkennen, jetzt wird ein anderer Wert erreicht. Und bei einer dritten Ausführung ein noch anderer Wert. Wir erkennen also, mit Sleep kann man nur relativ grob die Ausführungsdauer und den Terminierungszeitpunkt bestimmen. Es hängt jeweils von den aktuellen Gegebenheiten, wie lang braucht ein Signal, bis es zum Empfänger durchdringt, wann wird die Signalbearbeitung abgeschlossen. Von diesen aktuellen Bedingungen hängt es ab, wie weit ein Prozess tatsächlich kommt. Oft soll ein Sohn-Prozess ein Programm ausführen, das in einer anderen Datei steht. Hierzu benutzt man die Funktion execv oder andere Funktionen dieser Art. Execv bekommt zwei Parameter. Der erste Parameter ist die Pfadangabe für die Datei mit dem ausführbaren Maschinenprogramm. Im zweiten Parameter, einem Array, kann man Parameter an die Main-Funktion dieses Programms übergeben. Ein Programmausschnitt illustriert die Vorgehensweise. Hier wird per Fork ein Sohn-Prozess erzeugt, der sofort execv aufruft und damit das Programm in der Maschinenprogrammdatei Programm ausführt.
In diesem Fall werden keine Parameter übergeben, der zweite execv-Parameter ist also 0. Der Vaterprozess wartet auf die Beendigung des Sohnprozesses. Der Sohnprozess terminiert im Normalfall, wenn er das Ende des Programms in Programm erreicht hat, und er übergibt dann direkt den Rückgabestatus an den Vater, den dieser auf den Bildschirm ausgibt. Wir demonstrieren die Vorgehensweise auf unserem Linux-System. Wir haben zwei C-Programme, das Programm, in dem execv aufgerufen wird, und das Programm, das durch execv gestartet wird, jeweils mit dem Quellcode und als übersetztes Maschinenprogramm. Zunächst betrachten wir das aufgerufene Programm. Wir sehen, dass hier mehrere Kontrollausgaben gemacht werden. Zunächst der Name des Programms und dann die übergebenen Parameter, die über argv vom Aufrufer gekommen sind. Der Aufrufer ist das Programm execv.c. Hier werden in einem Array drei Parameter zur Demonstration angelegt und bei execv dem Aufruf übergeben. Man beachte, der erste Parameter bei execv ist der Name des übersetzten Maschinenprogramms, also nicht des C-Quellcodes. Zum Abschluss gibt der Vater, der auf das Ende des Sohns gewartet hat, den Rückkehrstatus des Sohnes aus. Wir starten das Programm. Wir sehen, es hat das Maschinenprogramm in der anderen Programmdatei aufgerufen und es wurden die drei Parameter, wie eben gesehen, übergeben. Der Sohn terminiert mit Rückkehrstatus 0.